SXM Zero aus Lafayette-Allee, direkt gefolgt von der North American NA68. Verlegt und auch das Seitenleitwerk verändert, so dass wir hier den Eindruck hätten, es wäre ein Zero-Jäger. Ist es aber nicht, aber trotzdem wunderschön hier vorgeflogen von der Amicale Jean-Baptiste Seineuer gesprochen. So, und dieses Flugzeug ebenfalls wie die A6M Zero, befeuert von einem 7-Zylinder-Sternmotor vom Typ Pratt & Whitney 1340. Wie gesagt, im Prinzip eine einsitzige T6. Gebaut wurde diese NA68 1945 und im Cockpit sitzt Jacques Bastier aus Lafayette-Allee. Ja, wunderschön hier. Unser französischer Fliegerkollege mit der A6 mit 2,4 Tonnen leicht. Maximale Höchstgeschwindigkeit bei beiden Flugzeugen 450 Stundenkilometer. T51 Magmatis über der Schwelle. NA68 aus der Sammlung der Amicale Jean-Baptiste Salis aus Lafayette-Allee. Vor 2 Jahren nannten wir die Jungs aus Frankreich den Circus Mattis. Vielleicht erinnern Sie sich dran, als Magmatis die Focke Wulf 190 in eben seiner spektakulären Art vorgeflogen hat. American, der einsitzige T6-Trainer, zum schnellen Vorbeiflug, maximal 450 km/h schnell. Wunderschön hier vorgeflogen von Jacques Bastier.